Ich bin Marinette, ein ganz normales Mädchen mit einem ganz normalen Leben. Aber es gibt etwas, das niemand über mich weiß. Ich habe nämlich ein Geheimnis. Ich bin Ladybug, bringe dir Glück und glaube fest, dass es gelingt. Bin Ladybug, es ist verrückt, wie weit uns die Kraft des Guten bringt. Ladybug! Oh, das ist doch bestimmt eine Picknickdecke, oder? Nicht mal annähernd, Schupu. Das ist ein Cape. Das hier ist für die Superheldin der Erschaffung. Und das ist für die Superschurkin der Zerstörung. Capes für Cat Noir und Ladybug? Nein, sie sind für einen Film. Oh. Diese Fantasiegeschichten, die sie im Fernsehen zeigen. Wirst du dann berühmt? Nein, ich bin die Kostümbildnerin. Ich spiele nicht mit. Aber wir kommen in die Nachrichten. Ich komme zu spät. Und nun kommen wir zu einem sehr originellen Projekt der François Dupont Schule in Paris. Clara Contat berichtet. Auf Initiative des Kunstlehrers Jean-Pierre Moleton nimmt der ehemalige François Dupont Schüler Thomas Astruc, der heute ein erfolgreicher Filmregisseur ist, an einem ehrgeizigen Projekt teil. Er beaufsichtigt diese Gruppe von Schülern, die die Ferien freiwillig damit verbringen, ihren eigenen Film zu produzieren. Vom Skript zum Storyboard. Nicht zu vergessen die Kostüme. Alles wird von den Schülern selbst gemacht. Mit finanzieller Unterstützung des Bürgermeisteramts. Ganz genau. In meiner Jugend habe ich selbst Regie bei einem Film geführt. Und das Beste von allem ist, dass der Film in ausgewählten Kinos gezeigt wird, dank des berühmten Produzenten Bob Roth. Was für eine große Chance für diese jungen Filmemacher und auch für die beiden Schauspielerinnen, die die Hauptrollen in diesem Film spielen. Du hasst mich vielleicht, aber ich liebe dich. Und das werde ich immer tun. Ein Film mit meiner Halbschwester in der Hauptrolle? Lächerlich! Willst du noch eine Banane, Chloe? Ich habe gehört, die machen bessere Laune. Ich sag dir, was ich will. Ich will diesem Haufen Trottel sagen, wie es im wahren Leben läuft. In meinem Leben! Du hasst mich vielleicht, aber ich liebe dich. Und das werde ich immer tun. Wie könnt ihr es wagen? Ihr gebt die Hauptrolle meiner Halbschwester, die aus dem Nirgendwo aufgetaucht ist, und dafür nehmt ihr auch noch Papas Geld? Das wird nicht direkt von mir finanziert, sondern von der Stadt. Ist doch das Gleiche. Du! Ich hab dir gesagt, dass du wieder zurück nach New York fliegst, wenn du mir nochmal über den Weg läufst. Und jetzt verfolgst du mich sogar im Fernsehen! Lass dich von deiner Schwester nicht schikanieren, Zoe. Du bist für die Rolle gemacht, du hast sie verdient. Stimmt, und wir treffen uns morgen mit dem Produzenten. Es ist also zu spät, um noch irgendwas zu ändern. Darf ich dich daran erinnern, dass dir wie allen anderen Schülern angeboten wurde, an dem Film mitzuwirken? Aber du hast abgelehnt, weil, und ich zitiere, Milans Pullover ist hässlich, Nat malt wie ein Zweijähriger, Alja ist nutzlos und Marinette ist lächerlich. Äußerst lächerlich. Das habe ich gesagt? Nur unhöflicher. Tja, ich sehe das immer noch genauso. Aber wenn dieser alberne Film tatsächlich in Kinos veröffentlicht wird und jemanden zum Star macht, sollte dieser jemand ich sein. Also, ich krieg die Rolle, die meine Halbschwester spielt, denn alles, was sie besitzt, gehört mir. Banane, Chloe? Keine Sorge, Kinder, ich rede mit ihr. Morgen wird alles gut laufen. Und hier ist das Büro des Produzenten Bob Roth. Überraschung! Chloe, was machst du hier? Mein alter Freund André meinte, ihr habt nichts dagegen, das Drehbuch ein wenig zu ändern, damit seine Tochter mitspielen kann. Aber das ist unmöglich. Wir haben uns schon auf alles vorbereitet. Filme machen ist die Kunst der Kompromisse. Zum Schutz seiner eigenen, ich meine, der Interessen des Films muss man flexibel sein. Deswegen wird Andrés Tochter die Hauptrolle spielen. Das ist nicht im Interesse des Films. Zoe ist perfekt für die Rolle der Superheldin der Erschaffung. Der nächste Flug nach New York geht in 30 Minuten. Marinette, es macht nichts, wenn ich nicht die Hauptrolle spiele. Es gibt noch viele freie Positionen in unserer Crew. Perfekt, solange sie nicht im Film auftaucht, bin ich einverstanden. Dann haben wir einen Deal. Wir sehen uns morgen früh am Set. Tschüssi, ihr Loser. Raus hier. Das ist total unfair. Weißt du, ich habe in meiner Jugend auch mal einen Film gedreht. Er hieß Einsamkeit. Papa, ich versuche mich hier zu konzentrieren. Natürlich. Entschuldige, Schatz. Und du, Dupont Cheng, hör mit diesem schrecklichen Kostüm auf. Schlimmer geht's nicht. Deswegen passt es auch so gut zu dir, Chloe. In dieser Szene wurde die gesamte Bevölkerung in einen Schlaf versetzt. Deswegen brauchen wir jede Menge Extras. Ihr legt euch da auf den Boden. Perfekt. Hey, ich habe gerade erfahren, dass ich die Superschurke in der Zerstörung spielen soll. Und Milene ist die Superheldin der Erschaffung. Soll das ein Witz sein? Ich krieg die Hauptrolle. Ich bin die Gute, klar? Chloe, beide Rollen sind genau gleich wichtig. Bla, bla, bla. Ist mir egal. Ich spiele die Gute. Wir haben keine Zeit für all die Änderungen, Chloe. Ach nein. Papa! Wisst ihr, es ist nicht ungewöhnlich, dass man das Drehbuch in letzter Sekunde aus Produktionsgründen umschreiben muss. Das nennt man... Blödsinn, verschwendete Zeit, das Aufgeben seiner Träume. Neufassung. Es ist alles im Interesse des Films. Szene 9, Take 1. Action!
Chloe, wir warten auf deinen Einsatz. Einfallslos, langweilig, öde. Wir brauchen einen Superheldenfilm mit einer echten Superheldin in der Hauptrolle. Hey, was ist schwarz und gelb, hat schöne blonde Haare, zieht die Blicke auf sich und sorgt für einen absoluten Kassenknüller. Du redest doch nicht von dir als Queen Bee, denn die meiste Zeit warst du eher eine Superkatastrophe als eine Superheldin. Oh, ich dachte natürlich nicht an Queen Bee, ich dachte an einen viel originelleren Charakter. Queen, Queen Banana! Queen was? Papa! Szene 9, Take 2, Action! Oh, das ist viel besser als das lächerliche Kostüm von Dupar Cheng. Aber irgendetwas fehlt. Ich weiß, ich brauche ein Fahrzeug. Du brauchst kein Fahrzeug. Unsere Superhelden können fliegen. Was weißt du schon von Superhelden, Bäckermädchen? Schlaf einfach weiter, während ich... Papa! Szene 9, Take 3. Action. Wir können jetzt anfangen. Allerdings, wenn Queen Banana euch alle hier nur rumliegen sieht, hat sie nicht das Bedürfnis, euch zu retten. Sie hat das Bedürfnis, euch in den Müll zu werfen. Chloe, wir werden nicht nochmal alles ändern. Ich will gar nicht alles ändern. Wir brauchen nur eine größere Herausforderung für Queen Banana. Papa! Danke, Adria. Es ist wirklich Liebe. Lieb von dir, dass du gekommen bist, um uns zu helfen. Aber gern. Mein Vater meinte, es wäre im Interesse des Films. Er ist es wert, gerettet zu werden. Okay, können wir jetzt drehen? Wir brauchen einen neuen Bösewicht, einen Super-Duper-Oberschurken. Ein galaktischer Imperator? Ein riesiger Oktopus, der aus dem Weltall kommt? Ein feuerspuckender Drache? Nein, nein, das ist alles langweilig. Ich will einen riesigen gelben Gorilla, der explodierende Bananen wirft. Ach, es ist im Interesse des Films. Soll das ein Witz sein? Ich will einen echten dynamitschleudernden Gorilla und nicht so ein Pappäffchen. Aber Chloe, riesige gelbe dynamitschleudernde Affen gibt es nicht. In allen guten Filmen gab es einen Gorilla, der irgendwas gemacht hat. Engagiert doch einen von denen. Oh, ich hab genug von euch allen. Ich mache jetzt ein kleines Schönheitsschläfchen und bis morgen habt ihr dieses Affenproblem gelöst. Vielleicht leiht uns der Zoo einen Affen, wenn wir uns gut um ihn kümmern. Wir suchen doch nicht echt nach einem riesigen, dynamitschleudernden Gorilla. Es ist im Interesse des Films, Marinette. Es ist nicht im Interesse des Films. Es ist nicht mal mehr ein Film. Es ist Chloes Fantasie. Wir kümmern uns jetzt nur darum, Adrien aus diesem Käfig zu befreien. Dann drehen wir die Geschichte, die wir uns ausgedacht haben. Das ist im Interesse des Films. Wo ist mein riesiger Gorilla? Wo sind die anderen? Wieso ist niemand hier, um meine große Szene zu drehen? Sie haben alles gestern Abend gedreht. Wahrscheinlich sind sie gerade im Kino und zeigen den Film. Was ist... Mega Albtraum! Harmonischer Wind! Ich hab euch vom Bösen befreit! Wieso hast du sie geweckt, Kreatika? Die Menschen haben den Planeten zerstört. Sie verdienen es, nicht wach zu sein! Ha! Du liegst falsch, Destroyka. Jeder dieser Menschen trägt die Hoffnung einer besseren Welt in sich. Du bist genau wie sie. Ich hasse dich! Du hasst mich vielleicht, aber ich liebe dich. Und das werde ich immer tun, auch wenn die ganze Welt dich hasst. Schwester. Wo ist mein Affe? Und was macht meine Halbschwester in meinem Film? Man hat mich überzeugt, mir die erste Szene anzusehen. Ich fand sie sehr ergreifend und Adrien ist darin außergewöhnlich. Deswegen finanziere ich den Film auf Grundlage des ursprünglichen Drehbuchs. Papa! Wie ich schon sagte, Kleine, beim Filmemachen geht's nur um Kompromisse. Entschuldige, Chloe, war im Interesse des Films. Oh, lächerlich! Äußerst lächerlich! Aber vor allem ist es im Interesse meines Plans. Chloe ist immer eine erstklassige Quelle der Inspiration. Noro, Dusu, vereint euch! Hey, warte! Adrien!
Hey, Sherry, lieb von dir, dass du mich trösten willst, aber mir geht's gut. Ich werde mich rächen und Zoe zurück nach New York schicken. Eigentlich wollte ich vorschlagen, dass du dich bei allen entschuldigst. Hast du Fieber? Sie haben meinen Film ruiniert! Es war nie nur dein Film, Chloe. Es war der der Gruppe. Du hast mir versprochen, du hörst auf, immer so gemein zu allen zu sein. Und ich habe dich gewarnt, dass wir sonst keine Freunde mehr sein können. Du bist genauso lächerlich wie der Film. Das war's! Du bist nicht mehr mein Adri, Sherry. Du bist Adri Niemand! Queen Banana, ich bin Shadow Moth. Mal wieder weigern sie sich, dein wahres Talent zu erkennen. Darum verleihe ich dir die Macht, ihnen zu zeigen, wer der echte Star von Paris ist. Gut, aber ich will einen riesigen Affen, der explodierende Bananen wirft. Es ist alles arrangiert. Ich bin der Regisseur deiner Träume. Doch als Gegenleistung verlange ich... Ja, ich weiß. Ladybugs und Ketten was miraculous. Die hole ich dir. Banana Boom Boom Action! Wo ist meine nutzlose Halsschwester? Banana Boom Boom! Mach sie alle krumm! Black, verwandle mich! Sie ist vor allem auf mich wütend. Vielleicht kann ich vernünftig mit ihr reden. Leider kann niemand vernünftig mit deiner Schwester reden. Bleib hier, ich versuche einen Ausgang zu finden. Tiki, verwandle mich! Ja! Wenn du nicht aus deinem Versteck kommst, Zoe, verwandle ich jeden in Paris in eine Banane. Und das ist dann alles deine Schuld. Meine Schuld. Hey, Bananenkönigin, was ist deine Superkraft? Lässt du alle auf Bananenschalen ausrutschen? Das wirst du gleich rausfinden, du lächerlicher Streuner. Vorsicht, Shadow Moss war sehr großzügig zu Chloe. Ich bin ja etwas neidisch auf ihre Ausrüstung. Total unnötig. Nichts ist besser als Cat Noir und Ladybug. Miau. Wir sind ein perfektes Duo, Milady. Tja, wir haben auch Zubehör. Glücksbringer! Ein Roller, Helme, Kleber, Patronen, Luftpumpe. Alles, was man braucht, um einen Reifen zu flicken. Mm. Da habe ich viel zu verarbeiten. Trotzdem fehlt noch irgendwas. Aber was? Hey, Chloe! Hier bin ich! Natürlich, Zoe! Bist du bereit für eine transatlantische Reise mit dem Bananenexpress? Nur wenn du versprichst, Paris dann zu verschonen. Natürlich, ich verspreche, ich bin dann ganz brav. Du wirst dein Versprechen nie halten. Natürlich nicht, du Bananenhirn. Banana Boom Boom, schnapp sie dir. Kitla, schütz uns. Kataklysmus! Außer Kontrolle ist, ist Banana Boom Boom noch zerstörerischer. Viel Spaß, ihr zwei! Halt dich fest! Irgendwann müsst ihr da rauskommen, Ladybug. Vor allem, wenn du nicht willst, dass mein Affe einen Bananensmoothie aus deinem Kätzchen macht. Wir haben nicht viel Zeit. Ich brauche deine Hilfe, um Cat Noir und Chloe zu retten.
Du brauchst meine Hilfe? Zoe Lee, hier ist das Bienen-Miraculous, das einem die Kraft verleiht, seinen Gegner lahmzulegen. Setze es fürs Allgemeinwohl ein. Zu deinen Diensten, meine Königin. Aber Chloe wird ausrasten. Sie war doch Queen Bee. Chloe wird nie erfahren, dass du es bist. Du hältst deine Identität ja geheim. Und wenn der Job erledigt ist, gibst du mir das Miraculous zurück. Ich schaff das nicht. Ich bin nicht stark genug. Ich... Ich weiß, dass du das schaffst. Du musst nur eins sagen, meine Königin. Pollen, verwandle mich. Pollen, verwandle mich! Kämpf doch gegen jemanden in deiner Größe. Betäubung! Queen Bee? Nein, mein Name ist Vesperia! Wow. Huh? Ladybug braucht uns wieder. Freut mich, dich kennenzulernen, Vesperia. Gib mir eine Sekunde. Diese Vesperia ist im Vergleich zu Queen Bee die Foam d'Ambert zu Roquefort. Süßer, raffinierter und sehr viel netter. Ich zerstampfe dich zu Brei und mache dann Bananenbrot aus dir! Kataklysmus! Gib mir deine Miraculous, sonst verwandle ich sie in Babybrei! Queen Banana, was hältst du von einem Fernkampf gegen die neue Besitzerin des Bean Miraculous? Wie kannst du es wagen? Ich bin hier die einzig wahre Queen Bee! Oh, das warst du. Aber jetzt bin ich die richtige Queen Bee. Und du bist nur die Königin der Bananen. Ladybug hat mich ausgewählt, um Paris zu verteidigen, weil du es nicht konntest. Und was verteidigst du jetzt als Banane? Habt ihr gesehen, was mit Menschen passiert, die anderer Meinung sind als ich? Gebt mir eure Miraculous! Dieser Glücksbringerkleber ist wirklich gut. Genauso wie Vesperia, findest du nicht, Cat Noir? Du hast deine Bananen zu früh gezählt, Queen Banana. Nein, nicht so! Deine dunklen Zeiten sind vorbei, kleiner Akuma. Gleich musst du nicht mehr böse sein! Hab dich! Tschüss, kleiner Schmetterling. Tschüss, kleine Feder. Miraculous Ladybug! Gemacht. Ich hasse dich, Ladybug. Und du, Vesperia, du bist nur eine Fake-Version von Queen Bee. Du musst lernen, deine Wut zu kontrollieren, Chloe. Ich kann dir dabei helfen, wenn du willst. Ich will gar nichts von dir. Du existierst nicht für mich. Du bist eine Lady nicht existent. Queen Bananas Film war leider ein Flop. Aber das Drehbuch wird schon sehr bald neu geschrieben. Chloe, dein endloser Vorrat an Wut verspricht eine Menge Chaos. Früher oder später bekomme ich diese Miraculous. Wir sollten unsere Kwamis aufladen, bevor Shadow Moss sie wieder akkumatisiert. Vesperia, Milady. Hui! Dieser magische Anhänger würde Chloe vor Shadow Moss bewahren, aber sie muss ihn auch wollen. Ich weiß, wie ich das hinkriege. Es gibt Regeln. Ich will jetzt meinen Film drehen. Es reicht, Chloe.
Auch wenn du versuchst, mich nach New York zurückzuschicken. Ich spiele nicht länger die Nebenrolle im Interesse unserer Familie. Papa! Zoe hat recht, Chloe. Du kannst mich bitten, dir ein neues Handy zu kaufen oder die Limousine pink zu streichen, aber nicht deiner Schwester weh zu tun. Nenn sie nicht so, sie ist nicht mal meine Halbschwester. Sie ist gar nichts für mich. Ich hasse dich. Du hasst mich vielleicht, aber ich liebe dich. Und das werde ich immer tun, auch wenn die ganze Welt dich hasst. Schwester, vergiss nicht, wir haben dieselbe Mutter. Sie hat mir sogar dieses Geschenk gegeben. Wenn der von Maman kommt, werde ich ihn tragen. Los, gib her! Was meines ist dein. Du und ich sind Familie. Es klappt! Das ist unmöglich! Was ist da los? Du wirst schon noch sehen. Das wahre Leben ist nicht im geringsten wie dein blöder Film. Ich bekomme meine Rache. Chloe, geht's dir gut? Lasst mich alle in Ruhe! Zoe hat's geschafft. Vielleicht hilft das Chloe, ein besserer Mensch zu werden. Hoffen wir es, Tiki.